Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Edle, der Sohn des Edlen, des Sohnes des Edlen, des Sohnes des Edlen ist Yusuf alaihi salam. Der Sohn Jakobs, der Sohn Ishaqs, der Sohn Ibrahims alaihi salam. Ibrahim alaihi salam hatte zwei Söhne: Ismail alaihi salam, welcher die Kaaba zusammen mit seinem Vater baute, und Ishaq alaihi salam, der Masjid al-Aqsa erbauen sollte. Ishaq alaihi salam lebte im heutigen Palästin. Sein Sohn war Jakub alaihi salam und dessen Sohn war Yusuf alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala erhob sie alle zu Propheten und berichtet uns die schönsten Geschichten über sie. Eine dieser schönsten Geschichten handelt vom Leben Yusufs alaihi salam. So beginnt Allah subhanahu wa ta'ala die Sura, welche um Yusuf handelt, mit: Wir erzählen dir die schönste der Geschichten, indem wir dir diesen Koran offenbaren, obwohl du zuvor unter denen warst, die keine Kenntnis besaßen. Jakub a.s. hatte 12 Söhne. Seine zwei jüngsten Söhne waren Yusuf a.s. und Benjamin, die von seiner Frau Rahel stammten. Die anderen Söhne stammten nicht von ihr. Folglich waren sie nur die Halbbrüder Yusufs a.s. Jakub a.s. liebte seine beiden jüngsten Söhne. Doch Yusuf a.s. war es, den er am meisten liebte. Das war der Anlass dafür, dass die 10 älteren Brüder eifersüchtig auf Yusuf a.s. wurden. Eines Tages erzählte Yusuf a.s. seinem Vater von einem Traum. O mein Vater, ich sah 11 Sterne und die Sonne und den Mond. Ich sah sie sich für mich niederfallen. Sein Vater erkannte die Bedeutung dieses Traumes. Ihm war bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf eine große Ehre erweisen würde. Und er kannte die Eifersucht seiner anderen Söhne. Er wusste, Shaitan würde diese Eifersucht nutzen und seine Söhne gegen Yusuf aufbringen. So riet er seinem Sohn: O mein Söhnchen, erzähle deinen Traum nicht deinen Brüdern. Sie werden sonst eine List gegen dich ersinnen, denn Shaitan ist dem Menschen ein offenkundiger Feind. Der kleine Yusuf schaffte es jedoch nicht, den Traum für sich zu behalten. Seine Brüder erfuhren von dem Traum und der Shaitan mehrte ihre Eifersucht und den Neid auf ihren Bruder. Sie kamen zusammen und sprachen darüber. Sie planten tatsächlich, Yusuf a.s. zu töten, da sie dachten, so die Liebe ihres Vaters gänzlich gewinnen zu können. Einer der Brüder Yusufs brachte es jedoch nicht übers Herz, seinen kleinen Bruder zu töten. Und so wollte er die anderen Brüder überzeugen, einen anderen Weg zu gehen. Es sagte einer von ihnen: Tötet Yusuf nicht. Wenn ihr aber vorhabt, etwas zu unternehmen, dann werft ihn in die Tiefe eines Brunnens. Möge jemand von den Reisenden ihn herausziehen. Um ihren Plan in die Tat umzusetzen, mussten sie Jakub a.s. davon überzeugen, Yusuf a.s. mit ihnen gehen zu lassen. Obwohl Jakub a.s. dagegen war, willigt er schweren Herzens ein. Nun zogen die Brüder mit Yusuf a.s. davon. Sie kamen an einen Brunnen an und warfen Yusuf a.s. hinein. Der kleine, unschuldige Yusuf a.s., von seinen Brüdern verraten, verbrachte Tage der Einsamkeit in einem Brunnen, abgeschnitten von der Wärme seines Zuhauses und der Liebe seines Vaters. Weder zu essen noch zu trinken und keine passende Stelle, um zu schlafen. Doch während Yusuf a.s. in diesem Brunnen war, gab Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein: Du wirst ihnen diese ihre Tat dereinst sicherlich verkünden, ohne dass sie es merken. Die Brüder kehrten ohne Yusuf a.s. zu ihrem Vater zurück. Sie tränkten sein Hemd mit falschem Blut und erzählten Jakub a.s., ihr Bruder sei vom Wolf gefressen worden, während sie abwesend gewesen sind. Jakub a.s. war voller Trauer über den Verlust seines geliebten Sohnes. Jedoch erkannte er a.s., dass die Söhne dies alles geplant hatten. Er a.s. erkannte die List hinter ihren Worten. Doch einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala erwartete er die Hilfe und bat um Standhaftigkeit. Da keiner an dem Jungen Yusuf a.s. Interesse hatte, haben sie ihn für einen geringen Preis verkauft. So nahm Allahs Plan seinen Lauf. Doch derjenige aus Ägypten, der ihn gekauft hatte, sagte zu seiner Frau: Nimm ihn freundlich auf. Vielleicht kann er uns einmal nützlich werden, oder wir nehmen ihn als Sohn an. Es war ein Mann namens Aziz aus Ägypten, ein Mann mit Stellung und Einfluss im Land. Und Allah hatte noch mehr für Yusuf vorbereitet. Und so gaben wir Yusuf Macht im Land. Und wir lehrten ihn die Deutung der Träume. So kam es, dass Yusuf a.s. in einem wohlhabenden Haus aufwuchs. Und als Yusuf a.s. älter wurde, wuchs er zu einem wunderschönen jungen Mann heran. Seine Schönheit übertraf die Schönheit aller anderen Männer. Aus diesem Grund wollte die Frau des Aziz Yusuf a.s. verführen. Obwohl sie ihn großgezogen hatte, überwältigt sie die Schönheit Yusufs a.s. Seine Schönheit war solch eine,
die Menschen in ihren Bann zog, wodurch sie alles um sich herum vergaßen. Und sie verriegelte die Türen und sagte, nun komm zu mir. Er, Yusuf, sagte, ich suche Zuflucht bei Allah. Er ist mein Herr. Er hat meinen Aufenthalt ehrenvoll gemacht. Wahrlich, die Freveler erlangen keinen Erfolg. Yusuf a.s. hätte sie begehrt, doch er kannte die Beweise für die Wahrhaftigkeit Allahs, weshalb er die Kraft aufbringen konnte, dieser Verführung zu widerstehen. Er drehte sich von ihr weg und begann zur Tür zu rennen, in dem Wissen, dass sie verschlossen war. Doch wollte er, ehe er Sinna begeht, den Fluchtversuch wagen. Die Frau des Aziz verfolgte ihn und packte ihn von hinten an seinem Hemd. Sie hielt ihn so sehr fest, dass sein Hemd zerriss. In diesem Moment betrat der Aziz den Raum. Da eilte seine Frau ihm entgegen und wollte ihm auftischen, dass Yusuf sie verführen wollte. Sie sagte, der Lohn dessen, der deiner Familie Böses antun wollte, ist ja wohl das Gefängnis oder eine schmerzhafte Strafe. Das heißt, sie stellte es so dar, als gäbe es keinen Zweifel an der Schuld Yusufs und bot ihrem Mann nur noch die Möglichkeit, wie er mit Yusuf zu verfahren hätte. Doch Yusuf erwiderte, sie war es, die versucht hat, mich zu verführen. Und so stand es Aussage gegen Aussage. In diesem Moment trat ein intelligenter Mann hervor, der sagte, wenn sein Hemd vorne zerrissen ist, hat sie die Wahrheit gesagt und er ist einer von denen, die lügen. Und wenn sein Hemd hinten zerrissen ist, hat sie gelogen und er ist einer von denen, die die Wahrheit sagen. Da erkannte der Aziz die Lüge und riet der Frau zur aufrichtigen Reue. Dieses Ereignis wurde zum Gesprächsthema der Frauen in der Stadt. Als die Frau des Aziz davon mitbekam, lud sie die lästernden Frauen ein, um ihnen Yusuf alayhi salam und seine Schönheit zu präsentieren. Sie gab ihnen Früchte und Messer, womit sie die Früchte schneiden konnten, während sie auf Yusuf warteten. Als sie Yusuf dann sahen, schnitten sie sich durch die Früchte hindurch in die Hände und sie sagten, Allah bewahre, das ist kein Mensch, das ist nichts als ein edler Engel. Nun wagte die Frau des Aziz einen zweiten Versuch. Sie sagte zu den Frauen, das ist der, dessen wegen ihr mich getadelt habt. Ich habe versucht, ihn zu verführen. Er aber hielt an seiner Unschuld fest. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er bestimmt ins Gefängnis geworfen werden. Und er wird zu denen gehören, die erniedrigt werden. Yusuf a.s. gehört zu den Gottesfürchtigen. Deshalb machte er Dua zu Allah. Mein Herr, mir ist das Gefängnis lieber als das, wozu sie mich auffordern. Und wenn du ihre List nicht von mir abwehrst, werde ich mich zu ihnen hingezogen führen und einer der Törichten sein. So war Yusuf a.s. sich bewusst, dass das Gefängnis besser als die Sünde ist. Und er war sich bewusst, dass die einzige Lösung darin bestand, mit allen Mitteln aus der Situation zu fliehen. So kam er trotz seiner Unschuld ins Gefängnis. Yusuf a.s. wurde gemeinsam mit zwei Männern eingesperrt. Diese beiden jungen Männer erzählten ihm während ihrer Gefangenschaft von ihren Träumen und baten Yusuf a.s., diese für sie zu deuten. Der eine von ihnen sagte, ich sah mich Wein auspressen. Und der andere sagte, ich sah mich auf meinem Kopf Brot tragen, von dem die Vögel fraßen. Verkünde uns die Deutung hiervon, denn wir sehen, dass du einer der Rechtschaffenen bist. Doch Yusuf a.s. gehörte zu den Wahrhaftigen. Egal in welcher Situation er sich befand, er rief die Leute zu Allah subhanahu wa ta'ala auf. Er sagte beiden Männern zu, ihre Träume zu deuten und rief sie zum richtigen Glauben auf. Das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Ich habe den Glauben derer verlassen, die nicht an Allah glauben und das Jenseits verleugnen. Und ich folge dem Glauben Ibrahims, Ishaqs und Jakubs. Es gebührt uns nicht, Allah etwas gleichzustellen. Dies ist etwas von der Gunst Allahs an uns und an die Menschen. Aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. O ihr beiden Insassen des Gefängnisses, sind verschiedene Herren besser oder Allah der Einzige, der bezwingende Macht besitzt? Ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr selbst genannt habt. Ihr und eure Väter, für die Allah aber keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das Urteil gehört Allah allein. Er hat befohlen, dass ihr nur ihm dienen sollt. Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. Erst nachdem er zu Allah subhanahu wa ta'ala aufgerufen hat, deutete er alayhi salam ihre Träume. O ihr beiden Insassen des Gefängnisses, was den einen von euch anbelangt, so wird er seinem Herrn Wein ausschenken. Und was den anderen anbelangt, so wird er gekreuzigt werden, sodass die Vögel von seinem Kopf fressen. Die Sache, worüber ihr Auskunft verlangt, ist beschlossen. Und so geschah es. Der eine wurde gekreuzigt und der andere wurde zum Mundschenk des Königs. Yusuf a.s. beauftragte denjenigen, der freikommen würde, damit,
seine Geschichte beim König zu erwähnen, auf dass ihm Gerechtigkeit widerfahren möge. Doch sobald er frei war, vergaß er Yusuf a.s. und dieser a.s. blieb noch einige Jahre im Gefängnis. Eines Tages hatte der König einen Traum. Er berichtete seinen Beratern davon und sagte: Ich sah 7 fette Kühe, die von 7 mageren gefressen wurden, und 7 grüne Ähren und andere, die verdorrt waren. O ihr Vornehmen, gebt mir Auskunft über meinen Traum, so ihr den Traum deuten könnt. Doch sie konnten den Traum nicht deuten. Da erinnerte sich der Mundschenk des Königs an Yusuf a.s. Er eilte zu ihm a.s. und bat ihn, den Traum des Königs zu deuten. Obwohl der Mundschenk Yusuf vergaß und er deswegen für Jahre im Gefängnis blieb, war er nicht eingeschnappt oder verbittert. Er sagte dem Mundschenk, dass eine Dürre bevorstünde und welche Maßnahmen der König nun ergreifen sollte. Der König erkannte die Weisheit Yusufs, als er von der Deutung und den Maßnahmen erfuhr und befahl: Bringt ihn zu mir. Doch Yusuf dachte nicht daran, in die Freiheit zu gehen, bis seine Unschuld öffentlich klargestellt wurde. Deshalb erwiderte er dem Boten des Königs: Kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich in ihre Hände geschnitten haben. Dieses Ereignis zeigt sein hohes Maß an Standhaftigkeit und seine Kompromisslosigkeit gegenüber der Wahrheit. Nun belohnte Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf alayhi salam und der König setzte ihn nach der Bitte Yusufs als den Meister der Schatzkammer ein. So sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Und so verliehen wir Yusuf Macht im Lande. Er weilte darin, wo immer es ihm gefiel. Nach 7 guten Jahren der Ernte traf die Deutung des Traumes ein und es folgten 7 schlechte Jahre, welche auch die umliegenden Gebiete heimsuchte. Yusuf alayhi salam war inzwischen zum König Ägyptens geworden und es sprach sich herum, dass in Ägypten ein gerechter Herrscher lebte, welcher die Menschen mit Nahrung versorgte. Auch Jakub a.s. bekam davon mit. So schickte er seine 10 Söhne nach Ägypten, um für sie Nahrung gegen andere Güter einzutauschen. Als Yusuf davon hörte, empfing er sie bei sich. Er a.s. erkannte seine Brüder auch noch viele Jahre später, doch sie erkannten ihn nicht. Nun begegnete Yusuf a.s. seinen Brüdern, die ihn damals in den Brunnen warfen, die ihn und seinen geliebten Vater auseinanderrissen, wegen denen er als Sklave in Ägypten verkauft wurde und ohne die er nicht im Gefängnis gelandet wäre. Doch Yusuf a.s. gehört zu den Vergebenen. Er hegt keinen Groll gegen seine Brüder. Er gab sich nicht zu erkennen, doch er gab ihnen Nahrung und das, wonach sie ihn baten. Die Sehnsucht nach seiner Familie war gewaltig und Yusuf erkannte die Chance, seine geliebte Familie wiederzusehen. So schmiedete er einen Plan und sagte zu seinen Brüdern: Bringt mir einen Bruder von euch, einen von eurem Vater. Wohlwissend, dass nur Benjamin zur Auswahl stand und damit sie ihn beim nächsten Mal sicher mitbringen würde, sagte er weiter: Seht ihr nicht, dass ich das Maß voll erstatte und dass ich der beste Gastgeber bin? Wenn ihr ihn mir nicht bringt, so bekommt ihr bei mir kein Maß mehr und ihr sollt nicht in meine Nähe treten. Doch dies reichte Yusuf a.s. nicht, um sicher zu gehen, dass sie wiederkommen würden. Deshalb befahl er seinen Untergebenen: Steckt auch ihre Tauschware in ihr Gepäck. Vielleicht werden sie es ja wiedererkennen, wenn sie zu ihren Angehörigen heimkehren. Vielleicht werden sie dann auch zurückkommen. Wieder zu Hause angekommen, erzählten die Brüder ihrem Vater, was geschehen war. Als Jakub a.s. erfuhr, dass sie Benjamin mitnehmen wollten, war er dagegen. Da er a.s. selbst jetzt nach langer Zeit immer noch um Yusuf trauerte. Doch als sie ihre Sachen abluden, fanden sie ihre Tauschwaren und sagten zu ihrem Vater: O unser Vater, was wünschen wir mehr? Das ist unsere Tauschware, sie ist uns zurückgegeben worden. Wir werden Vorrat für unsere Angehörigen bringen, unseren Bruder behüten und die Last eines Kamels mehr zugemessen bekommen. Das ist ein leicht zu erhaltenes Maß. Jakub a.s. erkannte die Güte des Herrschers, von dem seine Söhne berichteten, und willigte ein, Benjamin mitzuschicken, wenn sie vor Allah versprechen, ihn zurückzubringen. Sie versprachen ihrem Vater, ihn sicher zurückzubringen. Und so zogen sie los. Yusufs Plan begann aufzugehen. Erneut in Ägypten angekommen, war die Freude Yusufs gewaltig. Endlich, nach all den Jahren, sah er seinen geliebten kleinen Bruder wieder. Er nahm Benjamin zu sich und sagte ihm: Ich bin dein Bruder. So sei nicht traurig über das, was sie taten. Noch bevor die Brüder wieder abreisen konnten, fuhr Yusuf a.s. mit seinem Plan fort. Um Benjamin bei sich zu behalten, versteckte er sein Trinkgefäß im Gepäck von Benjamin. Ein Rufer hielt sie auf und rief: Ihr da von der Karawane, ihr seid ja Diebe. Verwundert erwiderten die Brüder: Was vermisst ihr? Wir vermissen den Kelch des Königs. Bei Allah, ihr wisst es, wir sind nicht gekommen, um im Land Unheil zu stiften, und wir sind keine Diebe. Was ist die Vergeltung dafür, wenn ihr lügt?
Die Vergeltung dafür ist, dass der, in dessen Gepäck er gefunden wird, selbst die Vergeltung dafür sein soll. Der Plan von Yusuf ging immer weiter auf. Der Kelch wurde bei Benjamin gefunden und so mussten die Brüder die schwere Nachricht ihrem Vater überbringen. Als Jakub a.s. davon erfuhr, erahnte er bereits, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht mit zwei Söhnen prüfen würde. Und so sagte er zu seinen Söhnen, eure Seele hat euch etwas eingeredet. Es gilt, schöne Standhaftigkeit zu üben. Möge Allah sie mir alle zurückbringen. Doch die Situation erinnerte ihn an damals, als Yusuf a.s. verschwand. Und so sagte er zu sich selbst, oh, wie voller Bedauern ich doch um Yusuf bin. Und seine Augen wurden weiß vor Trauer und er unterdrückte sein Bedauern. Als seine Söhne dies mitbekamen, sagten sie, bei Allah, du hörst nicht auf, Yusuf zu gedenken, bis du bald zusammenbrichst oder zu denen gehörst, die zugrunde gehen. Hierauf lehrte Jakub a.s. sie eine Weisheit. Ich klage ja mein Kummer und meine Trauer nur Allah allein. Und ich weiß von Allah, was ihr nicht wisst. O meine Söhne, geht und erkundigt euch nach Yusuf und seinen Bruder. Und verliert nicht die Hoffnung, dass Allah Aufatmung verschafft. Die Hoffnung, dass Allah Aufatmung verschafft, verlieren nur die ungläubigen Leute. Und so schickte Jakub a.s. seine Söhne zurück zu Yusuf. Sie traten bei Yusuf ein und nun kam der ersehnte Moment. Yusuf a.s. offenbarte sich seinen Brüdern und sagte ihnen, wisst ihr, was ihr Yusuf und seinem Bruder angetan habt, als ihr töricht gehandelt habt? Seine Brüder verstanden sofort, dass nur Yusuf a.s. diese Information haben konnte. Sie fragten, bist du denn wirklich Yusuf? Und Yusuf erwiderte, ich bin Yusuf und das ist mein Bruder. Allah hat uns eine Wohltat erwiesen. Wahrlich, wenn einer gottesfürchtig und standhaft ist, so lässt Allah den Lohn der Rechtschaffenen nicht verloren gehen. Die Brüder waren genauso wie Yusuf gewachsen. Sie sahen mittlerweile ein, dass Yusuf a.s. besonders war. Und sie bereuten, woraufhin sie sagten, bei Allah, Allah hat dich vor uns bevorzugt. Und wir haben bestimmt gesündigt. Doch Yusuf, welcher voller Vergebung war, sprach, kein Tadel soll heute über euch kommen. Allah vergibt euch. Er ist ja der Barmherzigste der Barmherzigen. Sodann machte sich Yusuf a.s. daran, seinen Plan zu einem Ende zu führen. Er fuhr fort, nehmt dieses, mein Hemd mit, und legt es auf das Gesicht meines Vaters. Dann wird er wieder sehen können und bringt alle eure Angehörigen zu mir. Erneut kehrten die Söhne Jakobs zurück. Sie legten das Hemd auf sein Gesicht und sein Augenlicht kehrte zurück. So kam die Familie Yusufs, sein Vater und seine 11 Brüder in Ägypten wieder zusammen. Als sie bei Yusuf eintrat, zog Yusuf a.s. seine Eltern an sich und sagte ihnen, betretet Ägypten, so Allah will, in Sicherheit. Er sagt, O mein Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichts von früher. Mein Herr hat es wahrgemacht und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus der Steppe hierher brachte, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern Zwietracht aufgestachelt hatte. Mein Herr weiß zu erreichen, was er will. Er ist der, der alles weiß und weise ist. Yusuf a.s. erkannte, dass alles, was ihm zugestoßen war, zum Plan Allahs für sein Leben gehörte. Und er a.s. zeigte sich dankbar. O mein Herr, du hast mir nun die Herrschaft verliehen und mich der Deutung der Träume gelehrt. O Schöpfer der Himmel und Erde, du bist mein Beschützer in dieser Welt und im Jenseits. Lass mich dir ergeben sterben und vereine mich mit den Rechtschaffenen. Von nun an lebte Yusuf a.s. als gerechter Herrscher über Ägypten. Er liebte und sorgte für das Volk und das Volk liebte und sorgte sich um ihn a.s. und seine Familie. Doch diese Liebe sollte nicht ewig bestehen bleiben. Yusuf a.s. und seine Eltern verstarben in Ägypten und es drohten düstere Zeiten übers Land hereinzubrechen.